Etwas versteckt in einem Seitental des Montafons befindet sich die Gemeinde Silbertal. Der 860-Seelenort verzaubert die Besucher von der ersten Minute an mit einem besonderen Charme. Die Bewohner sind freundlich und aufgeschlossen und die Natur zeichnet ein Bild, wie es sonst nicht allzu oft zu sehen ist. Angekommen im charmanten Ortskern des gleichnamigen Seitentals wollen wir uns erst einmal über die Möglichkeiten, welche vor Ort geboten werden, informieren. Kompetent und stets mit einem Lächeln im Gesicht erteilen uns die Mitarbeiterinnen des Tourismusbüros gerne Auskunft. Angeschlossen an die Skigebiete Silvretter Montafon und den Chrisberg haben die Gäste aus nah und fern die Qual der Wahl. Geboten wird vieles, Erholungs- und Ruhesuchende kommen ebenso auf ihre Kosten wie sportlich ambitionierte Gäste. Egal ob Kinder, Eltern oder Großeltern, für jede Generation ist im Silbertal etwas dabei. Familiensinn wird groß geschrieben. Wir sind, durch das, dass wir in der kleinen Sackgasse sind, angebunden an zwei Skigebiete. Das eine auf dem Chrisberg, das ist ein familienfreundliches Skigebiet und sehr, sehr gut geeignet für Kinder, die das Skifahren noch lernen. Auf der anderen Seite Silvretter Montafon, ist jetzt zusammenhängend mit der alten Lofa und derzeit noch das größte Skigebiet im Vorarlberg. Und da sind wir eigentlich sehr froh, dass wir da eigentlich zwei Auswahlkriterien haben für die Gäste und das ist vielleicht auch, dass es die Gäste schätzen. Hinauf auf den Berg geht es bequem mit der Gondel. Oben auf gut 1500 Metern angekommen, sticht einem als erstes das atemberaubende Panorama ins Auge. Majestätisch erheben sich die Berge rund um den Chrisberg und sorgen so für ein einzigartiges Ambiente. Wir bewerben den Chrisberg als erlebnisreich und sympathisch. Erlebnisreich deshalb, weil das Angebot beträchtlich ist und schön ist. Es gibt also viele Angebote neben dem alpinen Skilauf mit den beiden Schleppliften und den tollen Abfahrten. Das Schneeschuhwandern, das Winterwandern. Den Langlaufsport mit der Langlaufloipe, Panoramaloipe, das sind 11 Kilometer hin und retour. Die Silbertaler Waldschule am Chrisberg. Es gibt Führungen in der Bergknappenkapelle. Auch in der Waldschule gibt es Führungen Sommer und Winter. Und somit wird das Angebot abgerundet. Die Gasthäuser sind auch sehr sympathisch, zum Beispiel das Panoramagasthof Chrisberg und das Gasthaus Knapperstopp. Es sind also ausgezeichnete Lokale. Und für die Chrisbergbahn nicht wegzudenken. Immer wieder werden am Chrisberg auch Sportbewerbe ausgetragen. Kräftig um die Wette gefahren wurde zum Beispiel bei der 20. Bundesskimeisterschaft der Pensionisten. Im kleinen, aber feinen Familienskigebiet geht es mit zwei Schleppliften auf 1580 Höhenmeter. Die drei bestens präparierten Pisten bieten für Familien mit Kindern und auch für geübte Skifahrer echten Genuss. Die kleinsten der Kleinen haben im Skikindergarten der Skischule Silbertal die Möglichkeit, das Skifahren von der Pike auf zu lernen. Im Panoramagasthof Chrisberg bietet sich den Gästen ein tolles Panorama. In gemütlicher Atmosphäre und verwöhnt von einem tollen Team können die Batterien wieder aufgeladen werden. Also die besondere Qualität im Chrisberg ist eigentlich das, dass wir mit allen Gästen da du sind. Also im à la carte ist es nicht so, wie Sie es nicht sogar kennen, aber mit den Hausgästen immer. Die viel Wert auf Spezialitäten legen, was man da im Montafon so kocht, zum Beispiel alles mit dem Surer Käse.
um das Thema, also so Käse im Speckmann und die Geschichte. Sind auch beim Verein Bewusst Montafon mit dabei und auszeichnet war für die Genussregion Österreich, eben für Wirte, die da speziell auf die Nachhaltigkeit achten. Oder? Und das ist so ein Merkmal vom Kirschbergkommen, oder? Dass wir wirklich da so diese auch schaffen und machen, wo nachhaltiger Effekt haben. Wir haben mit den Gästen sehr gute Verhältnisse, oder? Und das klappt sehr gut. Aber natürlich auch ringsum mit der ganz anderen Partner auf dieser Kirschbergbahn ist, mit der Gemeinde und mit unseren anderen Mitbewerbern. Oder? Das sind für uns alles Kollegen und eigentlich keine Konkurrenz, weil es bei vielen anderen Sachen ist. Sondern wir sagen wirklich, du, das klappt gut, wenn man gut miteinander tut. Oder? Und es ist schön, dass im Kirschberg zum Beispiel zwei Wirtschafter sind. Oder? Wir und die Knappestube. Und es ist für beide sicher ein gutes Geschäft, dass es so passt. Dass beide da gut leben können davon. Das Verhältnis zum Gast und vor allem die Qualität der Speisen steht am Kirschberg also an oberster Stelle. Eltern haben zudem die Möglichkeit, ihren Kleinsten direkt von der Sonnenterrasse beim Erlernen des Skifahrens zuzuschauen. Nur einen Steinwurf entfernt liegt die St. Agatha Knappenkapelle. Das historische Bauwerk gilt als älteste Kirche des gesamten Montafons und keiner weiß über die jahrhundertelange Geschichte besser Bescheid als Adolf Zudrill. Ich bin also 50 Jahre jetzt auf dem Berghofer daheimat. Und Silbertal heißt, da hat man am allermeisten Silber abgebaut vom ganzen Land Vorarlberg. Und darum heißt es Silbertal. Und die Bergleute hat man früher gesagt, die Silbertaler Silberer. Und die Kapelle ist entstanden, ganz kurz gesehen, da war ein Bergunglück, 1450. Und da ist die Bergleute in eine Grube eingestiegen, da unten. Und 500 Meter im Berg haben sie geschafft. Und wo sie drinnen gewesen sind, haben sie einen Krach gemacht. Der Eingang ist eingestürzt. Und da haben sie ein riesen Versprecher gemacht. Wenn sie würden noch einmal rauskommen aus der Silbermine, dann täten sie dort eine Kirche bauen. Und sie sind tatsächlich alle rausgekommen. Der Schacht, der da steht, der kleine Schacht. 1507 war die Kirche fertig, so wie sie jetzt ist. Und alles, was man da sieht, ist nur Dankbarkeit, dass die rausgekommen sind. Der Panoramagasthof Kirschberg ist aber nicht nur Treffpunkt für Geschichte-Fans, auch sportlich Ambitionierte und Erholungssuchende kommen gerne hierher. Das Restaurant gilt als Startpunkt zahlreicher Langlauf- oder Skitouren und Schneeschuhwanderungen. Nur wenige Gehminuten und schon gerät der Alltag in Vergessenheit. Irgendwann neigt sich aber auch der schönste Skitag dem Ende zu. Genau dann gilt es im Hotel, die Batterien für den nächsten Tag wieder aufzuladen. Im Hotel Silbertal, direkt im Zentrum und nur einen Steinwurf von der Kirschbergbahn entfernt, genießen die Gäste Rundum-Service. Die 20 Zimmer sind großzügig ausgestattet, freundlich und hell. Zudem wurde das Hotel nicht zuletzt aufgrund eines Zubaus um ein echtes Highlight erweitert. Unsere Saunalandschaft, da haben wir jetzt eine Dampfsauna, eine Biosauna und eine finnische Sauna. Und das Highlight eigentlich, hier im Winter haben wir jetzt eine Louis Trenker Edition Wärmekabine, Infrarot. Und was wir jetzt da drauf gekommen sind, die Gäste die sind sehr erfreut von der Kabine. Frisch gestärkt wird am Abend groß aufgetischt. Im Mittelpunkt stehen dabei vor allem Speisen aus der nächsten Umgebung. Wir kaufen auch viel von der Pura ab und wir werden auch kontrolliert von der AMA, dass wir das Regionale kaufen. Abends gibt es halt einmal, wenn es einmal Chef in ein schönes Dessert machen will, dann gibt es halt im Winter Erdbeeren. Dann nimmt man halt einmal, machen wir da mal eine Ausnahme, aber sonst einfach regional und dass halt die Qualität passt. Feinste Speisen werden also großgeschrieben und sind vor allem bei den Besuchern heiß begehrt. Oft sind es Stammgäste, die die hervorragende Küche im Hotel Silbertal kennen und vor allem schätzen gelernt haben. Immer wieder sind es aber auch ganz andere Dinge, welche einfache Gäste zu Stammgästen werden lassen. Ja, Highlights haben wir nachher eh so.
für unsere Stammgäste eigentlich, die kommen immer zu Weihnachten um und da gehen wir dann auf den Kesprigoffi, auf den Meisensoffi und da machen wir eine kleine Schneeschuhwanderung oder man macht noch eine Winterwanderung, wenn sie eine wunderbare Winterwanderweg im Kesprig da haben. Und da haben wir das große Glück, dass wir einen Meises da haben. Und da gehen wir mit der ganzen Hausgäste zu Hause. Und dann gibt es auch Glühmast und Glühwein. Und dann gibt es ein paar Hirschwurst, gehörig deftig. Und ein bisschen Musik dazu. Und da haben sie am Ortsfreude. Die Gemeinde Silbertal, ein kleiner, feiner Ort im Seitental des Montafons mit Anschlüssen zu gleich zwei Skigebieten, hat also viel zu bieten. Egal ob beim Wintersport, beim Ergründen historischer Pfade oder beim Genuss feinster Speisen, für jeden ist etwas dabei. Ein Besuch im Silbertal lohnt also auf alle Fälle.